Sie können den Brei auch wunderbar auf Vorrat zubereiten. Dann würden Sie 4 Portionen herstellen. Eine Portion wird gleich ganz frisch gegessen. Eine Portion kann man einfach nur so im Kühlschrank aufbewahren für den nächsten Tag. 2 Portionen friert man dann ein und holt sie jeweils am Abend vorher aus dem Tiefkühl in den Kühlschrank, sodass man sie am nächsten Tag aufgetaut hat. Das Wichtigste ist, wenn man wirklich etwas auf Vorrat zubereiten möchte, dass man es wirklich beim Abfüllen oder nach dem Abfüllen gut runterkühlt. Das heißt, ganz einfach ein Marmeladenglas nehmen, dieses mit dem Gemüse, Kartoffel, Fleisch, Brei füllen, oben 2 cm Rand lassen, verschließen und dann in ein eiskaltes Wasserbad stellen. Da kann man das Waschbecken nehmen oder eine Schüssel mit kaltem Wasser. Nach einer halben Stunde ist das so weit runtergekühlt, dass Sie es ohne weiteres ins Tiefkühl oder in den Kühlschrank stellen können. Aufwärmen, entweder im Wasserbad oder wer einen Wasserkocher hat mit so einem planen Boden, kann einfach das Glas auch in den Wasserkocher stellen. Bis 2/3 der Höhe wird es mit Wasser angefüllt. Sie stellen den Wasserkocher einmal an. Wenn es kocht, warten Sie 5 Minuten und dann ist es genau richtig warm. Öl und Butter kommen immer ganz frisch zum Schluss dazu. Diese Gläser müssen Sie nicht sterilisieren, die können Sie einfach nur so in die Spülmaschine geben. Und was ich besonders gut finde, ist, wenn die oben eine große Öffnung haben, dass Sie es gut reinfüllen können. Aber wenn Sie mal unterwegs sind und auf der Parkbank füttern wollen, dann können Sie da auch gut herausfüttern. Also das ist ideal und eignet sich wirklich gut zum Einfrieren und Aufbewahren.